Ja. Ja. Und ja, direkt ein Raikou, die Fotze. Warum bist du denn jetzt so? Ich geh jetzt auch in die Arena. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Platin Randomizer Race Nuzlocke. Hast du schön gesagt, Tim. Wir machen weiter, da wir aufgehört haben. Wer hätte es gedacht? Also ich fange jetzt ein Pokémon. Und es ist Bullshit. Und ich mache die Dullis. Oh, Rihon. Das ist fast Bullshit. Rihon ist gar nicht so. Hast du einen Schützer? Nee, ich glaube nicht. Das ist schade. Na, okay, ich habe keinen Rihon. Hast du gekillt? Nö, ich bin einfach weggerannt. Alt. Ach als nein. Ob der das jetzt prediktet hat. Das war von 217. Ah, geil. Ich hab meinen Encounter noch nicht gekillt, Leute. Das war der falsche. Den 217er Encounter. Das war unser Slimog. Alter, das ist ein Restwälzer und ich habe eh Probleme gegen Wasser-Pokémon, Digga. Und wenn wir uns Zeit lassen, können wir das mal heilen. Du musst nämlich bei der nächsten Folge Timmy warten, wenn der schon mit der Arena fertig ist. Ja. Ich darf ja trainieren. Ja, aber ja. Nicht höher als die. Nicht höher als mein höchstes Pokémon, ja, genau. Ja. Ja, Bruder, ja. Ja, setz Schnarche ein, das ist mir egal. Solange du nicht aufwachst und wieder auf Erholung gehst, ist mir das egal. Mir sogar, ich gehe jetzt direkt wieder heilen nach dem, weil der das Welser mich. Ja, oder nehme ich Noctuska noch ins Team? Für. Ja, ich glaube schon. Ja. Brauche ich. So, ich gehe erstmal jetzt. Ja, Flammenorb. Könnte man machen. Oder nehme ich Willi mit ins Team? Nee. Und mein Pokémon habe ich schon eine Knackkrake. Ich kann nochmal neu rollen. Kaputt machen tue ich trotzdem. Ich weiß nicht, wie viel EP das gibt. Tack. 1000 tack. XP kann man schon machen. Ach komm, Digi, ey, jetzt nicht bloß Knackaxi, okay? War schon ein Galopper. Thank you.
Oh, Diggi, ich finde bloß Knackkrax. Was soll das? Was soll das? Warte mal, ich muss eigentlich nur noch den Schneeball wegräumen. Und dann habe ich es geschafft. Ja. Ich glaube, Kühnheits-UFO oder was das hier oben ist, ist wohl nichts für uns dabei. Leider. Das ist schade. So, ich kann zur Arena-Leiterin durchsteppen. Auf geht's, die wilde Fahrt. Mach mal. Können wir zumindest ein bisschen aufholen? We will see, we will see. Dann können wir mal 3 Folgen die Beine hochlegen. Ja, aber 3 Folgen Beine hochlegen heißt auch 3 Folgen reden, Tim. Ja. Ja. Und die hat direkt einen Raikou, die Fotze. Warum bist du denn jetzt so? Ich gehe jetzt auch in die Arena. Ja, Mann, der Signal Beam hat direkt confused. Komm. Hört it saves. Nein, er setzt Reflektor ein. Okay. Racing's Defense. Ist mir egal. Wie viel macht das? Ja. Okay. Ja, hört it saves. Nice. Und Hyper Potion, ja moin. Egal, du bist immer noch confused. Und ein Hypertrank ist weg. Es regnet nicht hier drinnen. Ja, es regnet, es hagelt nicht hier drinnen. Ja, das ist schön. Und ein Crit und Raikou ist weg. So. Ein Registeel. Ja gut, das ist jetzt eigentlich kein Inferno Problem. Haben, ne? Jetzt ein paar Inferno haben. Ich habe einen Regirock mit Superpower. Ich habe einen Lucario mit Kampfmoves. Also wüsste jetzt nicht. Das macht keinen Spaß mit dir, Tim. Das macht keinen Spaß mit dir. Was dagegen spricht, dass Registeel nicht hardcore in den Arsch zu ficken. Oh, das ist so ein Amnesie-Iron-Defense-Wichser. Egal, Close Combat. Oh. Als der erste Arenenleiter, Arenenleiter vor allen Dingen, der erste Trainer in der Arena ist schon mal easy. So, Registeel ist down. Ninon. Ja, bleiben wir doch drin, ne? Gehen wir einfach mal auf Bone Rush. Diese Woche ist Gamescom. Ja. Nein, Ninon ist schneller als Lucario. Und trifft den Donner. Und haut mich auf 10 KP runter. Uff. Wie konnte das denn passieren, Tim? Minus 1 Spätzle vielleicht? Nicht cool. Aber der Bone Rush ist ein One-Hit. Mit 3 Hit-Times. Ja, ja. Tatsächlich sollte ich gehen, werde ich es so machen wie letztes Jahr, werde ich den Kleinen, ja morgen nicht, aber wahrscheinlich am Freitag von der Kita abholen, nach Köln rüber düsen und dann eine Nachmittagskarte kurzfristig ziehen.
Wenn überhaupt. I don't know. Also wenn, interessiert mich eh nur die Merch-Halle. Nee, Digga. Kriege ich günstiger, wenn ich es so kaufe draußen. Muss ich nicht dahin fahren. Ja gut, bei dir ist es halt auch noch eine größere Anfahrt. Aber manchmal haben die ja schon gute Angebote. Nee. Tim, nee. Das sind Messen. Och. Ja. Ja. Und manchmal haben die Abverkäufe auch da gehabt, also in den letzten Jahren. Ich habe es auch dann verglichen. Gut, und letztes Jahr war halt Lokana, wo du es noch halt nirgendwo kaufen konntest, nur auf der Gamescom hast dann halt die Promokarten da halt zugekriegt, ne? Das war eine gute Zeit. Das war eine gute Zeit, ja. Die ist ja auch immer, die steht ja immer noch bei 80 Euro. Habe ich nämlich letztens noch nachgeguckt. Kann ich dir nicht sagen, die Frau verwaltet die Lokana. Das ist das Lokana, das Lokana-Vermögen. Ja. Also ich habe den Orden. Das freut mich. Viel Spaß, kannst chillen. Bin ich gut. Einmal sein wie Cora. Wirklich? Willst du das? Nein. Boah. Scheiß. Lebt der eigentlich Wasser. Noch? Wir müssen Cora mal in Discord schreiben, ob sie noch lebt. Na, die hat doch ab und an mal irgendwas gepostet, oder nicht? Ja, aber trotzdem. Cora. Woher weißt du das? Ach so. Cool, freut mich für dich. Oh, Junge. Oh, Junge. Was ist los, Tim? Ich hab mich gerade gekratzt. Warst du nicht gekratzt? Nicht am Sack. Nicht? Nee. Bitte überlebe. Oh, gutes Togekiss. Ah. Ja, schreibt mir meine Mutter eben. Die hatten beim Rossmann noch hier die ETBs, auch hier von Ogapon, ne? Und Gewalten der Zeit hier mit dem Eisenblatt. Ah, die Eisenblatt kriegst du ja schon für 30 Euro im Netz. Wenn du die dir bestellst. Ja. Ja, aber die Ogapon, die geht halt bei ab 42 los, ne? Nö. Ja, sagt. 35. Ne? Echt? Ah, ja. Auf jeden Fall war. Ach, hier können wir ja Reggie Gigas irgendwann fangen. Ja gut, dann habe ich sogar nichts falsch, weil ich hatte halt nur mal eben kurz gegoogelt. Da sagt meine Mutter schon, ja nee, die linke Box hat jetzt schon ihre Kollegin genommen, weil die für, runtergesetzt haben und mit den 10% hättest du die irgendwie für 33 Euro bekommen. Warte mal, nee, sie will ein Reggie Ice haben. Ah, mein Reggie Rock hätte ich direkt getauscht. Nein. Ja, aber dann war die schon weg und die Eisenblatt hier mit Gewalt der Zeit, dachte ich mir, na, hat mich jetzt nicht gelockt. Nicht? Nö. Verstehe ich nicht. Wollte ich mir gerade. War das ironisch, dass die Pullrate oder beziehungsweise das Set so scheiße ist? Gewalten der Zeit? Nö. Digga, Pullrate ist immer so ein bisschen eine Sache, ne? Also. Hm.
Wenn ich jetzt gerade die Pullrate mit den XY-Zeiten vergleiche, gibt es eigentlich gerade keine geilere Zeit, Pokémon-Karten zu kaufen. Das ist alles nur dieses Hochgebausch auf YouTube, weil die sich alle bloß noch ein abwedeln, wenn die irgendeine Alternative Art-Karte ziehen oder sonst irgendwas, aber die ganz normalen EX-Karten nicht mal zu schätzen wissen. Die kleinen Hunde. Mhm. Ah. Deswegen, das ist halt, ich bin in so einer Pokémon-Facebook-Gruppe drin, wo man auch so Angebote sieht und wenn irgendjemand was postet und wegen Tauschen und Verkaufen. Und wenn du dann siehst, die posten ihre ETBs und haben da so 5 geile EX-Karten drin. Und da schreibt halt der Pokémon Hunter XXX MLG XX, hast du nicht gesehen, rein. Ja, das sind aber keine Hits, das sind bloß normale EX-Karten, die kosten ja bloß 1 Euro das Stück. Denke ich mir dann so, Digga. Cool. Halt dein Maul. Genau, halt dein Maul. So, lass die EX-Karten mal 10 Jahre liegen, schön eingesleeved, und dann kosten die bloß noch 1 Euro ein Stück. Meinst du, warum ich meine Karten jetzt einfach nur noch liegen lasse? Oh nein, Milotic. Oh ja, Füße hochlegen. Wenn ich das sehe, meine ETB von 20-jährigen Jubiläum. Ja. Die pimmelt halt immer noch bei 500 bis 1000 Euro rum, ne? So in einem Dreh, nachdem wie es gerade mal ist. Na, wie viel hast du bezahlt? Ich glaube 150, 200, ne? Nein! 60? Ja. Ach, war das eine normale ETB? Das ist eine ganz, ganz normale ETB ist das. Ach, das wäre eine Ultimate Collection gewesen. Nö, das ist so eine ganz normale ETB zum 20-jährigen Jubiläum gewesen. Oh, schön zurücklegen. Mikrofon näher ran. Ja. Das gefällt dem Papa. Und jetzt ausspannen. Hm. Tim, du sollst nicht ausspannen, du sollst die Leute unterhalten. Ja, wir reden doch, aber dabei kann ich dann ja entspannen. Karma. Nee, warte mal, wie heißt das? Fusa. Ja, genau. Ja. Mal gucken, ich habe ja hier die Lucario ETB noch stehen. Wo war das? Tower. Irgendwas hier, Schauer, Welten der Schauer oder irgendwie sowas da. Keine Ahnung, wie die. Also auf jeden Fall das letzte Schwert und Schild, die letzte Schwert und Schild ETB, die habe ich auch noch ungeöffnet hier stehen. Recken der Zeit. Die habe ich ja hier noch. Was willst du mit Schauer? Ja, keine Ahnung. Aber, wie das letzte Set hieß. Auf jeden Fall das. Habe ich ja hier noch stehen. Dann habe ich das 151er, die ich ja eigentlich aufmachen wollte, die Ultra Box, aber Premium Collection da. Die habe ich ja auf Anraten von dir nicht aufgemacht. Mhm. Weil die Pull Rate so kacke war. 151, ja. Und dann habe ich halt ja noch die Glurak, die Ultimate Collection Glurak Box hier stehen. Kommt bald eine neue, ne? Mit Figur ja. Sogar drin. Ja, habe ich gesehen. Im September oder Oktober, ne? Ja. 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 Halt. Ja, hinterher werde ich mich ärgern, die nicht geholt zu haben und die hingestellt haben, aber wie gesagt, mein Fokus liegt momentan eher auf Kleingarten, Urlaub und Yu-Gi-Oh! Wobei in Yu-Gi-Oh! Momentan eigentlich auch eher weniger fließt. Kleingartenurlaub in Yu-Gi-Oh! Wenn das hörst, Tim ist einfach so richtig Allmann geworden. Fehlt nur noch der Köter. Ja, siehst du, let's go. Nee, absolut nicht. Stimmt, du willst ja nicht bewegen, hast du schon erzählt. Du bist ja zu faul zum Gassi gehen. Ja. Wenn, ja, ja. Nee, es ist ja nicht nur das, aber halt allgemein diese Verantwortung. Du musst dann, auch wenn du keinen Bock hast und normal.
ist ja wunderschön, sowas zu haben, aber nee, nee, nee. Muss nicht sein. Nicht aktuell. Vielleicht nochmal 10 Jahre weiter, dass ich dann vom Eimer zum Obereimer mutiere. So, Digi, wir sind für den Dienstag fertig und ich bin auch dafür mit Arena fertig. Also morgen dann zum Mittwoch gibt es dann meinen Arena-Kampf und dann geht's sogar schon weiter. Yeah. Das war's uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ciao. Tim, soll ich dir mal Fotos schicken von meiner Pokémon-Box und du schickst meins von deiner?